Wenn es um Survival-Spiele geht, steht zwar gerade Palworld im Rampenlicht, doch bevor der Pokémon Meet Arc and Factorio-Überflieger so unerwartet krass durch die Decke ging, hieß der Genre-Hoffnungsträger im Januar eigentlich Enshrouded. Das Spiel vom deutschen Entwicklerstudio Keen Games hatte 2023 mit einer extrem erfolgreichen Demo auf sich aufmerksam gemacht und lässt euch seit dem 24. Januar jetzt auch im Early Access in seiner riesigen, zerklüfteten Spielwelt Rohstoffe sammeln, Bosse besiegen und Basen errichten. Der Clou: mit seiner voxelbasierten Holistic Engine erlaubt euch Enshrouded noch tiefere Eingriffe in die Spielwelt vorzunehmen als der Wikinger-Hit Valheim. Beinahe alles ist zerstörbar und weil Statik dieses Mal keine Rolle spielt, dürft ihr sogar tiefe Tunnel graben und riesige Luftschlösser bauen. Gleichzeitig schaut Enshrouded dabei eine ganze Ecke hübscher aus als Valheim und lässt euch anstelle des Wikinger-Langschiffs mit einem praktischen Gleiter durch die Welt sausen. Gepaart mit den dabei verbrauchten Ausdauerringen erinnert das wiederum wohlig an die neuen Zelda-Teile auf der Switch. Die vererben Enshrouded außerdem die zahlreichen kleinen Rätseleinlagen in den Ruinen des untergegangenen Königreiches. Enshrouded lernt also von den absoluten Publikumslieblingen, doch was steuert es selbst zum Spielerlebnis bei? Die Antwort ist, nicht gerade wenig. In einem üppigen Talentbaum vermischt ihr munter Magier, Krieger und Schurkentalente und versammelt eine Truppe aus 5 NPCs bei euch zu Hause. Die 5 KI-Bekanntschaften entsenden euch dann auch auf viele der derzeit 75 Quests, die euch zu den spannendsten Orten der Spielwelt führen. Nebenbei ergründet ihr auch, wie das Alte Reich untergegangen ist und was der mysteriöse Miasma-Nebel damit zu tun hat. Das Miasma ist in Enshrouded allgegenwärtig. Die unheilvolle graue Suppe erfüllt vor allem die tiefer gelegenen Areale der Spielwelt, wie Täler und Schluchten, und ist für Menschen eigentlich hochgiftig. Weil euch der weise Balthasar aber vor dem drohenden Untergang die heilige Flamme eingehaucht hat und euch in einer Art Stasekapsel vor dem Schlimmsten bewahrt hat, könnt ihr nun jeweils wenige Minuten lang im dichten Dunst weiteratmen. Doch keine Sorge, die meiste Zeit verbringt ihr in Enshrouded doch an der frischen Luft. Aber umso spannender sind dann die gezielten Ausflüge in die fiesen Nebelschwaden und das Wettrennen gegen die Zeit. Schafft ihr es, die vermeintlich schatzbeladenen Katakomben rechtzeitig zu finden und zu plündern, bevor euch das Miasma dahinrafft? Nach und nach rüstet ihr euch mit einer Vielzahl von Waffen und Ausrüstungsgegenständen aus, steigt 25 Level auf und bekämpft immer größere Gruppen von Pilzmutanten, Plünderern in Mad Max Schrottrüstungen, haarigen Nomaden, die irgendwie an eine Mischung aus Ewok und Wookie erinnern, und später sogar Schwärme von fliegenden Drachengeiern. Dabei durchstreift ihr aktuell 4 Biome: die saftig grünen Hochweiden, das dicht bewachsene Düsterdickicht, die schroffen Nomadenanhöhen und das sandbedeckte Ödland. Die Early Access Version liefert damit aktuell rund 40% der später 64 Quadratkilometer großen und handgebauten Open World. Trotzdem bietet das Spiel jetzt schon locker 50 bis 100 Stunden Abenteuerstoff. Denn in den vielseitigen Landstrichen stolpern wir minütlich über die verwilderten Dörfer, Ruinen, Wehranlagen und Minenstollen der verlorenen Zivilisation. Die Weitsicht ist enorm und selbst Spieler und Spielergebäude sind kilometerweit zu sehen. Überall gibt es was zu entdecken und das macht verdammt viel Laune, auch wenn wir nicht an jedem Ort ein legendäres Schwert finden. Am taktisch klügsten ist es wohl zunächst, die großen Türme zu erreichen, von denen über jedem Biom einer thront. In vielen Rätseletagen schwingt ihr euch darin mit eurem selbstgebauten Greifhaken über Abgründe, weicht fiesen Fallen aus und löst zahlreiche Schalterrätsel. Wir hätten uns nur gewünscht, der Greifhaken würde etwas weniger aggressiv auslösen und uns nicht an Vorsprünge hinter uns zurückziehen, wenn wir vor uns mit etwas zu interagieren versuchen. Oben im Turm werdet ihr nicht nur mit frischen Karteninfos, sondern auch mit einem zentralen Schnellreisepunkt belohnt. Die sind in gewisser Hinsicht Mangelware in dieser riesigen Welt, aber ob ihr deswegen häufig lange Laufwege in Kauf nehmen müsst, liegt komplett in eurer Hand. Abseits der Türme platziert ihr die Schnellreisepunkte nämlich selbst in Form von Flammenaltären. Je nach eurem Storyfortschritt dürft ihr davon bis zu 8 Stück in die Landschaft stellen, etwa direkt neben der üppigen Kupfermine oder auf einem mühsam erklommenen Berggipfel. Enshrouded erzieht euch ohnehin zu fleißigen Bergsteigern. Schließlich gibt es keine Steilwand, in die ihr nicht mit eurer Spitzhacke eine Rampe reinfräsen könntet. Theoretisch dürft ihr auch ganze Berge abtragen und andernorts wieder aufschütten. Die Welt ist buchstäblich eure Spielwiese. Im Gegensatz zu Valheim sollten fleißige Landschaftsgestalter nur darauf achten, dass Veränderungen ausschließlich im Radius eurer Flammenaltäre von Dauer sind. Baut ihr die Altäre voll aus und reiht mehrere aneinander,
kommen da zwar zahlreiche Fußballfelder zusammen, aber außerhalb gelegene Tunnel und abgebaute Rohstoffe füllen sich beim Gang ins Hauptmenü wieder auf. Wäre ja aber auch blöd, wenn irgendwann alles leergefischt wäre. Egal wie ihr es angestellt habt, seid ihr auf dem Gipfel eines Berges angelangt, schlägt die Stunde eures Gleiters. Türme und Berge sind perfekte Ausgangspunkte, um mit dem Gleiter mehrmals und in alle Richtungen auszuschwärmen, die Karte aufzudecken und im Sturzflug feindlichen Basen guten Tag zu sagen. Von diesen Basen gibt es so einige, vom notdürftig befestigten Räuberlager bis zur imposanten Knochenfestung. Am vielschichtigsten kommt die ehemalige Hauptstadt daher, in der ihr euch durch verschiedene Bezirke bis zum Bergfried vorkämpft. Also, wenn ihr das wollt, es hindert euch schließlich nichts daran, auf einen nahen Berg, da ist es wieder dieses Bergsteigen, zu kraxeln und direkt in den Innenhof und damit den großen Bosskampf gegen die Brutwyvern zu segeln. Von solchen Schlüsselbossen hängt das Level eurer inneren Flamme ab. Die bestimmt wiederum eure Miasma-Resistenz. Diese Resistenz untergliedert die Welt lose in verschiedene Story-Kapitel, denn spätere Biome liegen für gewöhnlich hinter einer giftigeren Miasma-Wolke, die ihr ohne vorheriges Upgrade nicht überleben würdet. So gibt euch Enshrouded also trotz Open World eine grobe Marschrichtung vor. Das Zentrum all eurer Upgrades ist euer selbst zusammengeschustertes Zuhause. Wir haben uns im Test für ein kuscheliges Bauernhaus entschieden, doch im Grunde sind eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Mit der Zeit sammelt ihr dutzende Baumaterialien an, die den möglichen Look eurer vier Wände und ihrer Einrichtung bestimmen. Als Anreiz, euer Domizil möglichst abwechslungsreich einzurichten, winkt ein nützlicher Ausgeruht-Buff, den wir schon aus Valheim kennen. Außerdem fordern die fünf Überlebenden, die ihr schon früh um euch versammelt, zumindest eine halbwegs trockene und geräumige Unterkunft, damit sie euch Zugriff auf die fünf Crafting-Disziplinen gewähren. Die hilfreichen NPCs befreit ihr noch im ersten Biom aus ähnlichen Zeitkapsel-Backöfen wie dem, aus dem ihr selbst entstiegen seid. Andere zivilisierte Einwohner trefft ihr nicht. Das Bauen an sich geht extrem komfortabel von der Hand, denn auf Wunsch snappen Bauelemente formschön zusammen und richten sich an einem Raster aus. Ähnlich bequem läuft die Inventarverwaltung ab. Denn eine simple Tastenkombination reicht und das Spiel schichtet alle neu mitgebrachten Materialien auf bestehende Stapel in euren Lagertruhen. Stellt ihr davon die magische blaue Variante auf, habt ihr von euren Werkbänken automatisch Zugriff auf eure Bestände. Haben die NPCs zunächst nur rudimentäre Rezepte für euch im Angebot, erweitert sich ihr Repertoire mit jeder neuen Werkbank, die ihr über die vielen Quests der Auftraggeber freispielt. Kleiner Tipp, weil die Werkbänke in Sichtweite aufgestellt werden müssen und mit der Zeit echt viel Platz einnehmen, solltet ihr den Grundriss eures Hauses gleich etwas größer anlegen. Der Lohn der Mühe sind dann nicht nur hübschere Möbel, ihr könnt später auch Erze einschmelzen, Stoffe weben, Holzbretter sägen, Pflanzen säen und Tränke brauen. Alle fünf Handwerksrichtungen sind nützlich, stellenweise miteinander verzahnt und die Bauketten sind ebenso kurz wie logisch aufgebaut. Einen ganz besonderen Stellenwert hat das heimische Bett, denn hier vergehen die Nächte gleich 60 Mal schneller. Warum das toll ist? Nun, die Nächte sind zuweilen wirklich stockfinster und können unheimlich gruselig werden, je nachdem welche Kreaturen sich im Dunkeln an euch ranschleichen. Dann noch lieber kurz einen mobilen Schnellreisepunkt aufstellen, heimporten, 10 Sekunden hinlegen und beim ersten Hahnenkrähen in einer wunderschönen Lichtstimmung wieder lostigern. Im Koop teilt sich die Schlafbeschleunigung übrigens durch die Anzahl der bis zu 16 Spieler auf dem Server. Zu viert steuert also jeder Spieler, der sich hinlegt, eine 15-fache Nachtbeschleunigung bei und so weiter. Macht das Erkunden und Kämpfen schon alleine gehörig Spaß, multipliziert sich das mit guten Freunden an eurer Seite nochmal. Das liegt natürlich hauptsächlich an der guten Gesellschaft und den verzweifelten Angstschreien, wenn jemand die Spitzhacke ausrutscht und die einzige Lichtquelle zerbröselt. Explizit auf Koop ausgelegte Rätsel- oder Spielelemente gibt es allerdings nicht. Naja, abgesehen von den Synergien im umfassenden Talentbaum natürlich. Hier setzt Enshrouded auf die Dreifaltigkeit aus Tank, Schurke und Magier, wobei letztere auch zahlreiche Heilfähigkeiten trainieren können. Die Übergänge zwischen den Klassen sind fließend, soll heißen, ihr dürft euch an allen drei Richtungen gleichzeitig bedienen. Möchtet ihr alleine vielleicht eher einen wild zusammengemixten Allrounder spielen, der die defensiven Fähigkeiten des Kriegers mit der offensiven Feuermagie des Zauberers verbindet, ist das kein Problem. Im Koop sind hingegen Spezialisierungen sinnvoller. Hier solltet ihr eure Skills mit dem Team abstimmen. Denn mit jedem dazustoßenden Mitstreiter fährt Enshrouded auch die Schwierigkeit der Kämpfe ein wenig nach oben, bezieht bei seinen Berechnungen aber nur jeweils die Anzahl derer mit ein, die am aktuellen Kampf beteiligt sind. Ein durchaus faires System. Wir finden allerdings, dass die Kämpfe, sowohl alleine als auch in der Gruppe, noch ein wenig mehr Anspruch vertragen könnten. Nur selten warten Feinde mit besonderen Angriffsmustern auf,
und auch die Wegfindung setzt gelegentlich noch aus. Hat sich während der Testphase aber bereits ein gutes Stück verbessert. Deshalb sind wir optimistisch, was zukünftige Updates angeht. Eine größere Baustelle ist allerdings die allgemeine Spielführung. Die enorme Freiheit, die ihr beim Erkunden, dem Basenbau und dem Talentbaum genießt, kann in anderen Bereichen auch negativ auffallen. So gibt es keinen klar erkennbaren roten Faden, der euch durch die Handlung lotst. Die eigentlich faszinierende Geschichte um Habgier, Verrat und die jugendliche Königin Jesmina, auf deren Schultern die letzten verzweifelten Hoffnungen ihrer Untertanen ruhen, versteckt Enshrouded regelrecht vor uns. Nur wenn ihr die weit über 100 Schriftstücke, über die das Spiel seine Handlung erzählt, erstens überhaupt findet und zweitens in einer halbwegs sinnvollen Reihenfolge lest, entfaltet sich die Story vor eurem inneren Auge. Schon Conan Exiles hatte ein ähnliches Erzählproblem. Bei Enshrouded besteht außerdem die Gefahr, dass ihr euch sämtliche Spannung beim Questen vermiest, wenn ihr nur stur in eine Laufrichtung erkundet. Raubt ihr nämlich in einem Gebiet deutlich über eurem Level, möglicherweise auch noch mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht, ein paar Schatztruhen aus, stolziert ihr im Anschluss mit geradezu übermächtigen Waffen durch die Questgebiete hinter euch. Waffen und Ausrüstung unterliegen nämlich keinerlei Levelbeschränkungen. Und wer Gedanken verloren oder auch mit voller Absicht hochstufige Beute sammelt, überspringt schon mal 10 Level Ausrüstungsprogression. Kein Weltuntergang und mit etwas Selbstdisziplin leicht umschifft, aber trotzdem unschön. Abschließend müssen wir euch noch vor dem nicht zu unterschätzenden Hardwarehunger des Spiels warnen. Mit der auf Steam als Mindestkonfiguration angegebenen GTX 1060 kam es regelmäßig zu Abstürzen und niedrigen Bildraten. Ab der empfohlenen RTX 2070 Super oder Radeon RX 6700 XT erlebten wir allerdings ein bildhübsches und erfreulich stabiles Enshrouded. Da euch das Spiel sofort nach dem Start in die Open World entlässt, sollten euch die 2 Stunden Rückgaberecht auf Steam aber leicht ausreichen, um die Performance auf eurem eigenen System zu testen. Aller Kritik zum Trotz kann aber nichts darüber hinwegtäuschen, dass Enshrouded wirklich weit mehr ist als ein charmanter Mix aus Valheim und Zelda. Es ist sein ganz eigenes Survival-Rollenspiel, das uns von der ersten Minute an gefesselt und begeistert hat. Laut den Entwicklern soll Enshrouded den Early Access innerhalb eines Jahres verlassen. Während dieser Zeit möchten sie die restlichen 60% der Karte mit frischen Biomen, Gegnern und Rohstoffen befüllen. Zeitgleich soll das Level Cap und der Umfang des Talentbaumes ebenso zunehmen wie die Bauoptionen. Am meisten betonen sie aber, dass sie diesen Weg Hand in Hand mit ihrer Community gehen und möglichst viel des Spielerfeedbacks umsetzen möchten. Sollten sie Wort halten und außerdem der Story- und Item-Progression noch etwas mehr Struktur verpassen, dürfte sich Enshrouded im Spielekatalog vieler Survival- und Koop-Fans, trotz der starken Konkurrenz, einen festen Platz ergattern.